Noch eine Flüchtlingshöhle. Zur Gruft des Strieger gehen wir ganz am Ende, wie ich sagen. Sieht aus, als könnte man hier rein, aber ich wär ja das Ertrunkene, ne? Grufteingang. Rabes Rabe? Oh. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen. Und dann sind Steine herabgestürzt. Und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Na, mögt ihr das nicht? Wenn ich hier. Oh. Rattenwanderung. Alter, wie viele Erscheinungen bitte noch? Noch eine Kiste. Ja, guck einer an. Na toll. Jetzt aber. Ja, ist schon geil, wenn man so einen Ring hat, ne? Oder Band oder Beutel mit Salz.
Ja, mal vor, den hätten wir nicht, ne? Wir hätten uns sowas von angegriffen. Wir wären sowas von hops gegangen. Da ist eine Kiste, die man nicht öffnen kann. Höchst interessant. Sarkophag hat auch nichts zu bedeuten. Gut, dass mein Inventar voll ist. So schnell kriegt er auch wahrscheinlich nicht geleert. Büschelkrautblüte brauchen wir im Moment nicht. Wassermelone. Just for fun, damit wir noch einen Platz haben. Meteoritenschwert. Waffe. Schaden plus 13%, Chance auf kritischen Effekt mehr als plus 20%, Chance auf kritische Effekt Lähmung und Präzisionstreffer plus. Ein Schwert geschmiedet aus einem roten, einem blauen und einem gelben Teil Meteoritenstahl. Es dient dem Kampf gegen Menschen unwegsam gegen meiste Ungeheuer. Schaden plus 50%, Chance auf kritischen Effekt entwaffnen, Schmerz und Präzisionstreffer plus 40%. Chance auf kritische Effekte Lähmung und Präzisionstreffer plus 10%, Chance auf kritischen Effekt Schmerz plus 20%, Schaden plus 13%. Ich glaube, das Meteoritenschwert ist schwächer als Qualie. Würde ich jetzt so mal behaupten. Nur so zum Test. Rechts ist, mitnehmen tun wir es trotzdem. Wir haben eine Stufe aufgestiegen. Wenn ich mich recht erinnere. Weil wir so viele Feuersteine haben, ja. YOLO. Ein Gold. Gewandtheit. Angreifen plus 20, Ausweichen plus 20, parieren. Ausdauer. Ich mag die Blitze, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag.
Das hätten wir. Meditieren wir mal kurz ein Stündchen. Und gehen wir in den nächsten Gang. Außerdem mein Schwert gerade weggezückt habe. Ups. Ja, wie kann ich jetzt kann ich alles mitnehmen? Ach stimmt, ich habe ja was weggeworfen, richtig. Was will ich doch noch gar nicht vor? Ah. Es dürfte eigentlich nicht so viel sein, ne? Nervt ihr. Ganz schön am Nerven, muss ich sagen. Endlich. Schatztruhe. Eine Biene. Biene.
Dino. Dino natürlich. Da ist ein Stück Nahrung in einem Sarkophag, in so einer Gruft ist ein Stück Nahrung, mehr nicht. Wow. Lohnt sich ja hier voll. Aber der Loot hier ist am Ende ist noch schlechter als sonst. Geahnt. Lol. Komm schon. Ist nicht dein Ernst, ey. Sitze gehen natürlich durch. Meine Herren, ey. Eine schöne Birne essen, die wir ja mühsam uns erbeutet haben in einem Sarkophag. Hier ruht der Hexer, bekannt als Raven, ein großartiger Krieger und Verteidiger der Schwachen. Geehrt sei sein Name. Rabes Grab. Überreste von Rabes Rüstung unter Verwendung komplexer Technologie hergestellt. Qualitativ hochwertige Rüstung. Alle Schulter, Armröhre und Handschuhe. Buch des Donners. Ich bereits gelesen gehabt. Ja. Haben wir die Rüstung von Rabe jetzt eigentlich bekommen? Vollständig? Der Verwendung kommt Festgegenstand. Muss hier eigentlich ein bisschen Kaltstein aussuchen, der sehen und diese mal Rüstung. Habe es Rüstung für mich zu schmieden. Ich glaube, ich habe die vollständig damit. Geil. Geilomat. Hat sich doch schon gelohnt. Bevor wir beendet haben, fertig sind, müssen wir natürlich auf jeden Fall ganz wichtig noch Rabes Rüstung bekommen.
Sonst hier nichts von Bedeutung. Ernsthaft? Weißt du was, dann spare ich mir den Kampf. Ja, er kann da so ein kleines Stüfchen, kann er nicht runterspringen. Geradeaus. Man gibt natürlich Erfahrungspunkte noch, wenn wir den Kampf mitnehmen, aber... Weißt du was? Scheiß drauf. Friedhof im Sumpf.